Du hast Spritzwein zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter @spritzwein zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf patreon.com/spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich wie immer Umlaute ausgeschrieben. Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge von Spritzwein zum Frühstück. Jedes Mal. So ist das. Auf jeden Fall springen wir gleich zur Frage des Tages heute. Wir sind höchst motiviert. Zur Tagesfrage? Es ist heute eine, finde ich, ganz lustige Frage. Ich finde nicht. Nämlich bezüglich Corona. Was ist das Dümmste, was ihr von einer... Das ist so eine geile Frage, Bro. Was ist das Dümmste, was ihr von einer individuellen Person in der Corona-Krise mitbekommen habt, während diese ganze Sache passiert ist? Bekanntenkreis oder grundsätzlich? Einfach im Verhalten so mit dem Virus. Okay. Meine persönliche Story war, wie ich vor ein paar Monaten, wie das Ganze so angefangen hat, ich glaube, das war während des Lockdowns, war ich im Rathauspark und habe ein bisschen Football geworfen. Plötzlich kommt da einfach ein Typ, der einfach einen Müllsack über seinen gesamten Körper hat, mit zwei Löchern für seine Augen und ein Loch für seinen Mund und spaziert durch die Straße. Das schaut halt so aus wie so eine BDSM-Doll. Der Dude war aber nicht mal alleine, sondern seine Frau ist einfach mit einer normalen Maske daneben gegangen und am Händchen gehalten. Der Dude ist einfach in einem vollen Müllsack. Und das war nicht mal ein schwarzer Müllsack. Aber ein Loch für deinen Mund bringt dir ja nichts. Ich weiß auch nicht. Kurzer Behind-the-Scenes-Action. Unser lieber Kameramann und Tontechniker Adam hat sich gerade verkutzt und zwar so richtig heftig und ist einfach aus dem Raum gestürmt. Das hört man sicher in der Aufnahme. So lustig ist ein Typ, der einen Müllsack. Nein, aber echt so lustig war deine Frage. Gratulation zu dieser guten Frage. Und ich bin schon sehr gespannt, was Jonas zu sagen hat. Ich bin noch nicht fertig. Okay, sorry. Das Lustige war nämlich auch, dass es kein schwarzer Müllsack war, sondern so ein gelber. Und er hat einfach, ich weiß nicht, dadurch hat es so ausgeschaut, wie irgendwie, es wäre so ein so Tier aus so einem Kinderbuch. So. Du meinst so, als Where the Wild Things Are, so ein ja, komisches sowas. Beast. Ja, irgend sowas. Hat so komisch ausgeschaut. Meine Güte. Das war doch mega lustig. Und vor allem das, was ich am lustigsten fand, war, dass er ein Loch für den Mund hat. Also, wovor verteidigt dich dieser Müllsack? Und die Frau ist daneben gegangen, war so casual. So, ja, die Corona ist Stirnübertragung only. Genau, weißt du, die Viren, die durch die Nase kommen, sind geschützt. Ja. Weil durch den Mund ist es ja Tröpfchen beim Atmen. Ja, nicht durch den Mund, bist du behindert? Habt ihr auch sowas Ähnliches mitbekommen? Jonas, ich muss überlegen, muss ehrlich sagen, also, mir fällt es gerade schwer. Okay, das ist was anderes heute, mich hat das so aufgeregt, ich war in der Straßenbahn. Aber es muss dort Lustiges sein. Dort war eine so 70 Jahre alte Frau und die hat einfach extrem angefangen zu husten und im Prozess zu husten, hat sie ihre Maske ausgezogen und angefangen in ihre Hand zu husten und ich bin direkt neben mir gesessen. Ich bin dann aufgestanden, um halt so ein bisschen wegzugehen, aber das hat mich einfach, ich fand das so, wozu glaubst du, ist die Maske da? Bro, mega lustig. Das ist nicht so eine lustige Geschichte. Schon lustig. Was unverantwortliches Verhalten war. Und was ich auch einigermaßen lustig fand, ich werde keinen Namen nennen, aber ein Freund von uns, der uns allen bekannt ist, hat während der großen Quarantänephase, wo wir alle 6 Wochen zu Hause bleiben mussten, einfach so konsequenzlos einfach weiter auf Tinder geswiped, rechts, links, und hat dann weiterhin einfach außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer multiplen Anzahl an Damen gehabt, das was natürlich ohne Maske muss man bedenken, der Geschlechtsverkehr, und das war ja durchaus auch nicht, fand ich ganz lustig, war auch nicht so verantwortlich. Lenny. Ich frage mich gerade, wer das war, Jonas. Nein, keine ich glaube, ich habe eine sehr gute Idee davon. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht. Also ich habe... Du hast das gerade auf so eine richtige Boomerate erzählt. Du ich habe, um ehrlich zu sein... Frisch auf Tinder geswiped, außerehelichen Geschlechtsverkehr gehabt. Wie so ein richtiger Allmann hast du das gerade erzählt. Jonas ist ein Allmann. Ja, dazu stehe ich. Jonas ist der Allmann dieses Podcasts. Dazu stehe ich wissen. Mit meinem Namen. Ja. Na, gut, ja, gut. Darf ich jetzt... jetzt darfst du. Du hast mich gefragt und dann habt ihr einfach weitergeredet, aber gut. Er hat dich unterbrochen. Jetzt red. Na gut, ich rede. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Geschichten, die wirklich herausstechen. Dieser eine Dude ziemlich am Anfang, das war meine erste Straßenbahnfahrt seit 2,5 Wochen.
Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hingefahren bin. Aber jedenfalls, ich war beim Schottentor in der Straßenbahn und dieser eine Typ sitzt einfach da mit nacktem Oberkörper und so einer Gore-Hose in der Straßenbahn und barfuß und halt ohne Maske. In der Straßenbahn? In der Straßenbahn, ja. Halt nackter Oberkörper, Gore-Hose und Free the Nipple, Bruder. Das ist sowieso. Und natürlich keine Maske. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden mit nacktem Oberkörper so in einer BIM gesehen. Dann hat ihn so ein Herr angesprochen und so, hey, setz dir vielleicht mal deine Maske auf, so. T-Shirt brauchst du nicht, ja, aber Maske Ja, aber das war halt so, okay, wenn er kein T-Shirt hat, ist er fucking, ja, selber dann schuld. Scheißegal. Und der Typ war einfach nur so, hat ihn einfach nur so angelächelt und ihn seine Hand auf die Schulter gelegt und er so, versteh dich, Bruder. Das war's einfach. Das war, er hat sich keine Maske angezogen, er ist sitzen geblieben. Er versteht den Bruder. Der alte Typ war so typisch auf Wienerisch so, schlechte. So, ja, voll ist er weggegrantelt und der Typ ist einfach lächelnd, hat so aus dem Fenster geschaut, mit nacktem Oberkörper, seiner Gore-Hose, barfuß in der Straßenbahn. Weiben. Und sonst, was für mich eine sehr schockierende Erfahrung war, war fucking am Donaukanal zu sein, nachdem die ersten Lockerungen waren. Ich glaube, ich war sogar noch am selben Tag wie die Lockerungen am Donaukanal und du hast halt nicht, es war wie bei einem Event, wenn du so durch die Crowd gehst. Das war auch wild, aber so schlimm ist es nicht. Es ist schon, teilweise war es wirklich wie bei einem Event. Wirklich, es war bei einem Event. Wirklich. Es waren teilweise wirklich so Leute, die so Riesenboxen hatten und dann einfach so spontane Raves veranstaltet haben, wo du literally nicht durchgehen konntest. Also, ja, war in meiner Erfahrung schon recht wild, aber dieser Typ war sicher das Lustigste. Oh, ganz kurz, ich habe auch einmal einen Typen gesehen, der zwei Masken anhatte. Ich fand das einfach irgendwie lustig. Okay, ganz kurz, seht ihr diese Leute immer wieder, die blauen Masken verkehrt anziehen? Ich habe das Gefühl, ich sehe jeden Tag so eine Person, die blauen Masken einfach mit der blauen Seite innen trägt. Und ich finde das auch sehr lustig. Auch die Leute, Mal. Alter, ich war letztens bei meinem Hautarzt und der hatte seine Nase nicht. Ah, wegen deinem Rash auf deinem Hintern, oder? Genau. Ja, auf Leute zu doxen. Das stimmt nicht. Das war ein Scherz. Okay. Ja, so wegen seinem. Beim Jonas hätte ich es mir vorstellen können, deswegen war ich nicht so. Danke. Jedenfalls, und er hatte seine Nase nicht in seiner Maske und ich war so, Bruder, du bist Arzt! Du bist Arzt! Okay. Ja. Ich finde, aber was ist, wenn er nur durch den Mund geatmet hat? Okay. Vielleicht ist West. Denk ein richtiger Mouthbreather. Ja. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde die Leute nervig, die Maske falsch tragen, weil ich denke mir, es ist so einfach, wofür? Die Maske richtig zu tragen, Bro. Und dann, weißt du, die wissen das ja auch, dann kannst du gleich die Maske absetzen, erstens. Und zweitens machst du das dann nur als Alibi-Ding, so. Du willst du willst, dass Leute dich jetzt nicht schief anschauen, weil du keine Maske trägst, aber du trägst sie trotzdem falsch für Komfort. Ich glaube, du willst auch einfach, dass Leute wissen, so, I did not sign up for this. Wenn du die Maske bewusst falsch trägst, dann bist du was so. Es ist so ein Doppelsignal, weißt du? Ja. Es ist so einerseits, okay, ich bin kein. So wie rechts, links gleichzeitig blinken. So, ich will ja nicht jetzt hier aufrüffig werden, aber es geht mir nicht gut mit einer Maske im Gesicht. Und ich finde es lustig, weil die Leute, die keine Maske tragen, okay, du bist halt irgend. So, dich kann man komplett vergessen. Aber wenn du so. Also in den Öffis, sag ich jetzt mal. Dich, Bruder. Aber wenn du sie nur unter der Nase trägst, ich denke mir einfach, du bist. Dir hat so kolossal jemand ins Hirn geschissen, dass du es nicht schaffst, das hinzukriegen. Ich muss sagen, ich sehe meistens alte Leute und ich glaube, das sind einfach diese Altersignoranz. Ich sehe viele junge Leute. Aber ich sehe kaum Leute ohne Maske in den öffentlichen Verkehrs. Ich habe zumindest, glaube ich, noch niemanden gesehen. Sie nehmen sie viel zu früh ab, sind so direkt aus der U-Bahn raus mit schon und dann denke ich mir so, okay, es ist halt, hier sind noch immer relativ viele Leute. Klingt nichts. Aber ja. Yeah. Na gut, so viel zu Masken. Was Masken auf jeden Fall viel leichter machen, ist, du kannst einfach so, bevor du in die U-Bahn einsteigst, einen fetten Bite von irgendwas nehmen und dann unter der Maske weiterkauen und niemand kann es sehen, Bro. Okay, das ist ein. Was? Das ist die dümmste Aussage zu Masken. Es ist fast so dumm wie deine Aussage über Autos als einfach Lagerstätten. Ihr klaunt mich, aber ich schwöre, ihr solltet das mal probieren und dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Du mit geschlossenem Mund kauen kannst, oder? Ja, du musst okay, deinen Mund nicht offen haben. Leute sehen dann nicht, dass du kaust und dann kannst du einfach neben, also wie in der Liniensicherheitspersonal etwas essen und sie können nicht sagen, es ist der U-Bahn nicht, ist. Ich glaube nicht, dass es verboten ist, in der U-Bahn Essen, das in deinem Mund ist, zu kauen. Ich glaube schon. Nein, es ist verboten, das Essen zu haben, weil du dann bröselst und weil es stinkt, wenn es schon in deinem Mund ist.
Let's agree to disagree. Okay, na gut. Jetzt von diesem Corona-lastigen Thema gleich zu einem nächsten Corona-lastigen Thema. Juhu, schön. Nämlich! Die Corona-Ampel. Ja. Gerade Eilmeldung, Leute. Eilmeldung. Vor 15 Minuten ist hier das nächste, letzte Update gekommen. Das nächste, letzte Update. Zur Info, wir nehmen gerade am Donnerstagabend auf. Das heißt, wenn ihr das am Samstag hört, gibt es schon vielleicht ein paar nächste, letzte Updates. Nein, also es ist jeden Freitag eigentlich. Jeden Freitag ist Corona-Ampeltag, was ich lustig finde, weil wir etablieren das jetzt und heute ist Donnerstag. Wir hatten noch gar nicht das Thema gesagt, aber Jonas hat es schon vorweggenommen. Es geht um die Corona-Ampel. Und ich kenne mich nicht aus. Für mich persönlich hängt relativ viel an dieser Corona-Ampel. Ob ich in die Uni gehen kann, ob ich jetzt mein erstes Footballspiel habe, solche Sachen. Bei Jonas ist es egal, aber bei dir ist es, glaube ich, ähnlich. Bei mir ist es egal. Ich lebe nicht hier. Ich bin nur zu Hause in meiner eigenen Wohnung. Jonas ist auf Urlaub, so. Mich beeinflusst das eh nicht. Jonas ist halt so ein Stubenhocker. Ob du zur Uni gehen kannst. Ja, voll. Naja, halt, okay. Total. Also, Bro, es ist. Hast du mal Amerika angeschaut? Ja. Ich sag nur so, ich lebe trotzdem jetzt nochmal. Sorry, Dani, red weiter. Ja, aber die größten Einschnitte sind nicht im privaten Leben, sondern eher so beim Studieren und sowas. Mhm. Na, veranstaltungstechnisch und so schauen. Okay, bei mir ist. Auf jeden Fall wollte das Bundeskanzleramt für Wien eine orange Farbe. Die Kommission hat allerdings anscheinend sich gegen politische Einflussnahme gewehrt und hat Wien weiterhin als gelb eingestuft. Aber nicht nur das BKA übrigens, sondern auch also der Gesundheitsrat von Wien, Peter Hacker von der SPÖ, der hat sich auch dafür eingesetzt, dass es strengere Maßnahmen gibt, egal ob von der Ampel. Gelb oder orange. Ja, also er will ausgeweitete Maskenpflicht plus halt Veranstaltungseinschränkungen noch. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass irgendwie so Kurz oder halt die ÖVP beziehungsweise einfach die Regierung orange wollte für Wien und sie sich aber dagegen entschieden haben. Das fand ich interessant, weil ich hätte gedacht, dass es irgendwie in die andere Richtung sein würde. Ja. Aber die neuen gelben Städte sind eben wieder Neustadt, Korneuburg, Kufstein, Innsbruck, Schwaz, Graz. Bro. Kein Schwarz, da geht's zu. Ich erinnere mich noch damals in Schwarz, Bruder. Ja. Und anscheinend wollte eine Pressemitteilung vorgelesen werden sollen vor der Kommission. Und die Kommission hat gesagt, nein. Eine Pressemitteilung vom BKA. Oder? Ja. Und die Kommission hat sich dagegen gewehrt und hat das nicht ermöglicht und gesagt, das ist nicht der Platz dafür und wir müssen ohne politische Einmische agieren. Which is a good thing. Und das ist ja natürlich zu begrüßen. Ich glaube nicht, dass es so ist. Eben. Ich glaube, dass Kurz jetzt so die beide Seiten so ein bisschen bespielt und auch bei der Kommission ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Weil einerseits ist es so, für die Leute, die so streng wirtschaftlich unterwegs sind, ist es so, ja, wir bleiben so offen wie möglich. Und dann ist aber so selber, ja, wir brauchen mehr Maßnahmen und so. Und ich meine, man muss anmerken, nur weil sie sagen, sie sind apolitisch, es kann sein, dass sie vom BKA weniger Einfluss haben. Ich meine, das Gesundheitsministerium ist ja auch grün und zwischen ÖVP und Grüne bröckelt es ab und zu, vor allem, was das angeht, immer wieder. Aber vor allem was anderes angeht. Es sind... Teaser. Das kommt dann. Es ist ja auch, es sind ja auch Vertreter aus dem Bund und aus jedem Bundesland da und die sind ja bedingt politisch. Von daher so apolitisch würde ich das nicht nennen. Es ist so, wie die Expertenregierung vielleicht apolitisch ist. Ja, okay, du kannst es gerne sagen, aber irgendwie Politik ist allgegenwärtig und jede Entscheidung, die du triffst, hat das Ding schwingt mit. Das Pendel. Ja, Jonas, ich bin deiner Meinung. Ja. It's a first for the podcast. Very nice. Danke. Aber das heißt, wir wundern uns auch einfach gerade, was genau so, was geht da bei der Corona? What's happening, yes, bro? Ich habe keine Ahnung und ich verstehe auch nicht, wieso es nur einmal pro Woche ist. Ich verstehe nicht, welche Faktoren, also Jonas hat mir vorhin die Faktoren vorgelesen, die reinkommen. Ich weiß aber jetzt nicht, was die Gewichtung ist oder die Formel, nach der das bestimmt wird. Also nur um das zu wiederholen, damit ich es nicht nur Dani vorgelesen habe. Die Faktoren sind praktisch halt Positivtestungen, wie sich der Virus allgemein ausbreitet, ob es Cluster gibt, zu denen man es zurückführen kann. Ja. Dann die Anzahl an freien Spitalsbetten und so.
und die Anzahl an Testungen, die durchgeführt wurden. Aber mehr Info kriegst du nicht. Und dann steht auf der einen Website für mehr Info, geh auf corona-ampel.gefahr.at und dann steht auf Corona auf der Seite für mehr Info, geh auf die Seite vom Gesundheitsministerium. Diese Intransparenz für mich ein bisschen sketchy. Du bist einfach in einem endlosen Zyklus. Ab welchen Zahlen wird es jetzt gelb oder genau, orange weil es ist, oder es ist rot. Eben ein Riesenunterschied, ob es einen Cluster mit 50, 75 Leuten gibt, der isoliert ist, oder ob es 75 Fälle gibt, wo man einfach nicht weiß, woher die kommen und die man nicht tracen kann. Das macht einen Riesenunterschied und ich glaube, es wäre auch sehr, sehr wichtig für Leute, die sich halt informieren wollen, dass sie leichten Zugang zu so einer Information haben. Und das begrüße ich nicht. Ja. Ja, gut. So viel zu der Ampel. Also, dass es nicht so ist. So viel zur Ampel. Ja, wir haben noch eine kleine, das war ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche, weil wir das auch angesprochen haben, als es noch sehr frisch war. Wird nächste Woche auch noch ein Nachtrag kommen. Genau. Schauen wir mal. Ein Nachtrag. Ich habe auch noch ganz kurz einen Nachtrag zu den Ibiza-Zitaten von letzter Woche. Also einen Nachtrag. Genau. Nämlich, das ist jetzt schon eine Weile her, Strache war vor 2,5 Wochen bei Fellner Live. Fellner ist der Chefredakteur von Österreich, der von Strache, der auch, sich auch immer wieder mit Strache gefetzt hat, was relativ lustig ist. Aber da war er eigentlich sehr souverän, er hat dem Strache relativ viel Freiraum gelassen, Strache zu sein, was ich eigentlich ganz lustig finde, weil du merkst dann auch teilweise so, er rettet sich eh selber in die Scheiße. Halt von uns aus. Keine Kraftausdrücke bitte. Ja. Aber ich habe nur die ersten 5 Minuten geschaut, weil mehr habe ich nicht geschafft, weil Strache, es ist 1,5 Stunden und Strache redet so anstrengend, ihr wisst eh, wie er redet. Ja. Aber das sind ein paar Zitate, die ich ganz lustig fand. Aus in Österreich haben wir derzeit die folgende Lage. Faktum ist, Herr Fellner. Meine Freunde. Ja, und das erste Zitat, das Fellner selber vorgelesen hat, war nämlich an ihn gerichtet, wo Strache im Ibiza-Video anscheinend gesagt hat, der Schneebrunzer von der Boulevardzeitung Österreich. Oh. Ich finde, Schneebrunzer ist so ein komisch, so eine Beleidigung. Hat während dem Interview dieses Zitat vorgelesen über das ihn. Das war das Erste, was er gesagt hat praktisch. Er hat ihn präsentiert, so ja, harte Strache, viele wollen ihn reden hören. Ich fange mal an gleich mit einem Zitat aus dem Ibiza-Video, ist das okay? Gell? Da sagen sie ja über mich, also da sagen sie der Schneebrunzer von der Österreich. Meine erste Frage, bin damit ich gemeint? Und wenn ja, was genau ist denn darunter zu verstehen? Aber er hat halt urgescherzt. Und dann sagt, was ist denn darunter zu verstehen? Und er war so, was ist denn ein Schneebrunzer eigentlich? Sau und dann geil. War Strache so, ja, der Schneebrunzer, das ist ein österreichischer Ausdruck, den kennt man ja. Und so mega komisch. Und dann war er so, ja, ich weiß ja nicht, ich kann mich nicht erinnern, das gesagt zu haben. Und ich darf das Video, dann hat er wieder politisiert, er darf das Video nicht sehen, bla bla bla. Und ich war, okay, ich hab den Ausdruck Schneebrunzer persönlich auf die hat noch nie gehört. Ich kenne Brunzen halt natürlich. Schneebrunzer einer, der in den Schnee pisst. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was ist daran die Beleidigung? Ab und zu in den Schnee zu schiffen ist ja ganz lustig. Ich habe es dann gegoogelt und dann ist ein Artikel vom Standard gekommen, wo das sagt, dass Leute in den Schnee pinkeln, das deutet auf schwachen Charakter hin. Was? Und Leichtsinn. Bro, das ist einfach ein Zeichen von Stärke. Ja, Bro, das ist ein Zeichen von Independence. Ich kann bei minus 10 Grad urinieren. Es ist ein Zeichen von Bro, wo ist Klo? Ja! Bro, es gibt die Virgin-Hüttenpinkler und es gibt die Chad-Schneebrunzer. Das ist, ja. Bro. Und ich fand das lustig, weil Strache hat selber geschmunzelt, dass er das gesagt hat. Hier gibt's nur Chad-Schneebrunzer. Wir sind alle Schneebrunzer. Schneebrunz-Club. Ja, total. Ja. Aber ja, da hat er. Das heißt, das Interview war auf eine gute Art wholesome, oder was? Es ist schon lustig, weil Fellner ist schon irgendwie ein lustiger Charakter, weil er ist ziemlich massig und sitzt halt so da und Strache schaut extrem klein aus im Vergleich zu ihm. Genau, ist das zu verstehen. Und er ist halt schon eine, also ich bin eine ein Einheit. Sogenannter Chad. Er ist eine absolute Einheit. Er schaut aber wirklich aus wie ein Chad. Sein pensionierter Chad. Ja, ja. Und er sitzt halt so da, hat einfach das süßeste Lächeln drauf. Was ich schwierig finde, weil er ist von der Österreich und die Österreich ist wirklich ein komplettes, einfach Drecksblatt und sie publizieren so viel einfach rassistische, sexistische, unter aller Gürtellinie. Aber in dem Interview war er extrem sympathisch und er witzelt da so mit dem Strache her. Und dann ist es so, ja, darf ich Sie noch was fragen? Da sagen sie nämlich auch in dem Interview, ja,
da reden sie ein bisschen über die Krone-Zeitung und dann sagen sie ja, die Journalisten sind ohnehin die größten Huren. Ja, das ist Zitat Strache. Also laut dem Buch über den Ibiza-Skandal. Und der Strache ist so, der Strache schmunzelt so. Und er sagt auch, das ist mir schon peinlich. Also, da muss man ja auch sagen. Was hat der Strache gesagt? Er hat das peinlich gesagt peinlich, über okay. Das Schneebrunzer-Kommentar, also. Über den Kommentar. Aber dann war er auch so, ja, das war ja alles aus dem Kontext gerissen und ich kann mir nicht vorstellen, dass so, ich sage ja auch, dass es sehr gute, aufrichtige Journalisten gibt in diesem Land, und ich wollte differenzieren und so weiter. Geil. Aber das beste Zitat aus diesem Interview, ich werde euch das jetzt vorspielen, nämlich, ist gar nicht aus dem Ibiza-Video, sondern das hat Strache frisch gesagt. Ja, er hat das dort live am 22.08. bei Fellner live gesagt. Das ist seine Analyse zu Wählerstromumfragen zur Wien-Wahl. Ich werde euch das jetzt hier zeigen. Oh shit. Das ist so, wie wenn man heute junge Männer fragt, du betreibst ja Selbstbefriedigung. Es wird keiner zugeben, aber machen tut es jeder. Ne? Und ich glaube, das ist es auch bei so einer Umfrage, ja, dass viele es nicht zugeben, aber am Ende dann viel mehr uns oder mir das Vertrauen schenken werden. Das ist so, er stellt FPÖ-Wählen mit einfach Masturbieren. Ja. Betreibst du Selbstbefriedigung? Das wird sein neuer Slogan. Wer wichst, wählt Strache. Okay, es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, Das war sehr gut. Das war einfach eine sehr gute Aussage. Ich sag's, wie es ist. Ich finde das so, vor allem, wie es angeht. Das ist ja so wie bei der Selbstbefriedigung. Da, wenn man die vielen jungen Männer fragt, die werden ja auch nicht sagen, dass sie es machen. Aber es ist so. Und wenn man dann. Aber wer sagt, dass es nicht macht? Keine Ahnung. Bro. Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Das ist unchristlich. Nein, total. Ich auch nicht. Aber ich würde auch nie THC du wählen. Du betreibst Selbstbefriedigung? Nein. Du betreibst es? Das ist für Leute, die kennst du. Das ist für Leute wie HC Strache. Ich weiß nicht, der ist da irgendwie allein auf seiner HC Strache-Wähler, Insel. Das ist sein Fazit. Sie lügen darüber, dass sie masturbieren. Und dann lügen sie darüber, dass sie HC Strache wählen. Ja, aber machen tun es dann doch viele. Ja. Er stellt es gleich mit so einer schmutzigen HC Sache. Strache wählen ist gleich guter Look. Selbstbefriedigung. Du. Ich finde das aber, meine Frage, als ich mir das Video angeschaut habe und dann noch ein paar Mal, weil ich es so lustig fand, so, hat er das vorbereitet? Oder hatte das so, war das so ein Hüftschuss? So war das so spontan, so aus dem Stegreif? Oder glaubt ihr, das ist ein Vergleich, an dem er gearbeitet hat? Der ist mir irgendwann eingefallen, so, ja, bei Fellner, da bringe ich das. Na, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, vorstellen, dass er schon öfters diese, so eine Abwandlung von dieser Analogie gebracht hat und dann dadurch. Ich könnte mir vorstellen, und ich glaube, das wäre dann actually ziemlich gefährlich, dass er jetzt einfach beginnt zu checken, okay, die einzige Art, wie ich mich vielleicht aus diesem absoluten PR-Schlamassel retten kann, dass der Ibiza-Skandal ist, dass ich einfach versuche, selber so ein bisschen zum Meme zu werden und dass sehr viele Zitate, die gememt werden, dann irgendwie dadurch reinforced werden, dass er jetzt solche Sachen sagt und dass er dann halt wirklich einfach ein besseres Image bekommt. Aber das ist halt nicht viral geworden. Ich habe das zufällig auf Twitter gefunden. Das war so ein, es hatte so 11 Likes auf Twitter. Aber es könnte schon sein, dass er versucht, diese Richtung einzuschlagen. Nicht mal. Das hatte urwenige Likes, aber Florian Klenk hat das Video retweetet. Das ist geil. Der Chefredakteur von Falter. Betreiben so, das muss ich retweeten, das ist lustig. Es sollte Klenk live geben, Bro. Ich wette, der Florian hat das so geil. Angeschossen, war so. Es kommt direkt drauf, Der hatte sicher einen Hearty Laugh darüber, Alter. Der hat sich sicher richtig lustig gemacht. Wenn ihr einen sehr lustigen Einblick haben wollt in so österreichische Politik, dann folgt diesen ganzen Leuten auf Twitter, so Armin Wolf, Florian Klenk, Fabian Schmidt und so. Alles mega. Fabian Schmidt, oder? Der ist auf Twitter relativ aktiv, das ist der stellvertretende Leiter des Innenressorts für den Standard. Aber die fetzen sich auch gegenseitig. Ich folge Harte Strache auch auf Twitter. Ja, wir können auch ein paar Gold-Nuggets finden bei seinen Tweets. Vor allem, ich finde das urlustig, wie er hat ja vor einiger Zeit der Peter Pilz retweetet und jetzt der Herausgeber vom Standard hat sich beschwert darüber, dass HC Strache in der Elefantenrunde ist, aber HC Strache, also das Team HC ist im Gemeinderat vertreten und deswegen sind sie automatisch inkludiert. Und er hat halt gesagt, obwohl sie nicht im Gemeinderat vertreten sind. Und dann hat Armin Wolf darauf geantwortet, er ist halt schon im Gemeinderat vertreten, deshalb das Ganze. Ja. Und dann hat Strache geantwortet auf Armin Wolf einfach mit drei so
überglücklichen, lächelnden Emojis. Das war seine ganze Antwort. Und ich finde das so, weil du merkst bei Strache total, das ist sein Twitter und das hat keine... Ja, so, hat keine PR-Manager, ja, Bro. Wirklich, Bro, Strache, ich finde das so krank, ihm ist scheißegal. Er trinkt jetzt... Das Ding ist, was hat er zu verlieren? So, im Endeffekt. Ja. Er kann sich einfach jeden Scheiß erlauben. Seine Villa in Weidling. Und ich glaube halt wirklich einfach, dass das der Grund ist, wieso er jetzt beginnt, und einfach so zu mimen. Aber ich muss sagen, was ich bei Strache durchaus, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass man im Ibiza-Video raus hat, dass er diese ganzen Meinungen, die er im in seinem Wahlprogramm vertritt, auch tatsächlich vertritt. Ich hätte mir gedacht... Wundert dich das? Also, nee, dass er tatsächlich ausländerfeindlich ist? Und aber halt, dass er auf dem Level an diese ganzen Verschwörungstheorien, so Soros und ich finde es super, was sie in Ungarn machen und bla bla bla. Aber er nicht nur auf politischer Ebene, sondern anscheinend auch auf persönlicher Überzeugungsebene. Und das hätte ich mir nicht unbedingt gedacht. Ich hätte mir gedacht, Strache ist ein bisschen taktischer, weil er ist intelligent und er war früher immer die Vorbildfigur der europäischen Rechten. Er hat es irgendwie im Alleingang geschafft, die FPÖ so aufzupäppeln, weißt du? Ja. So bevor es Le Pen und Trump und all die Leute gab Strache. Ja, absolut. Und ja. Ich glaube, er weiß einfach, man es darf den nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, auch wenn er jetzt so am Goofen ist, ich glaube ganz einfach, dass er es einfach sehr gut oder am besten schafft, seine Ideologie so zu verkaufen. Ja, es wundert mich indessen nicht, dass er ja schon von Anfang an diesen nationalsozialistischen Background irgendwie hatte, wo es so diese... Das ist okay. Neonazi, nicht nationalsozialistisch. Okay, aber es gibt da halt, da wurde ein riesiger Standardartikel drüber geschrieben, von Falter, wo mega viele Sachen, warte jetzt mal. Es gilt die Unschuldsvermutung, das ist alles, was ich sagen will. Und dass er bei so Heeresübungen natürlich, er war bei diesen Heeresübungen und so. Ich sag nur nicht nationalsozialistisch, sondern Neo. Okay. Das ist der Unterschied. Auf jeden Fall wundert mich, keine Unterlassungsklage kassieren, gell? Indessen nicht so sehr. Zumindest vom Rassismus her. Ich dachte irgendwie so, er hat ganz Österreich bis sich hops genommen, aber anscheinend glaubt er wirklich dran. Ja. Gut. Apropos, ja, vielleicht hat das auch noch von den Oligarchen. Nein, ich weiß nicht, ich verstehe schon. Nein, das schien mir schon authentisch. Ich meine, so eine besoffene Geschichte, wie das war, da kann man nicht so gut lügen, gell? Okay. gut, kommen wir indessen zu etwas Ernsterem. Und zwar... was sich ereignet hat Mittwoch. Ich wollte noch kurz, wo wir gerade bei FPÖ sind, diesen Tweet vorlesen. Not good. Von Dominik Knapp. Von Dominik Knapp im Krone-Interview. Like okay? Dominik Depp. Ja, lies vor. Fun one. Krone-Interview mit Dominik Knapp. Das ist schon wirklich lustig. Krone. Und welche Werte schätzen Sie an Ihren Freunden? Knapp. Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, weil ich Pünktlichkeit auch als Höflichkeit empfinde. Krone. Aber zu unserem Termin sind sie zu spät gekommen. Nepp. Ja, das ist mir unangenehm. Bro, ich kann nicht drüber lachen, Mann. Ich sag's, wie es ist. Und vor allem... Das ist so unangenehm. Wieso würdest du das sagen? Wieso würdest du das sagen, wenn du weißt, du warst nicht pünktlich in einem Interview darüber? Das ist wie, wenn du mit einer Waffe in einer Hand zu einem Interview gehst und sagst, ja, ich bin gegen Waffen. Ich bin Pazifist. Also, du stehst da, wirklich. Ich bin Pazifist. Nächste Frage. Und vor allem er doubled down, weil ich Pünktlichkeit auch als Höflichkeit finde. So einfach ein Roast. Ich glaube, vielleicht wollte sie wirklich einfach unterschwellig aufgelegt, roasten. Weißt du? Er kommt zu spät. Ja, Pünktlichkeit ist mir wichtig. Ich finde das auch eigentlich... Das ist mir peinlich, aber ich mag euch auch nicht, deswegen. Ich finde es auch lustig, wie er über seine Freunde redet. Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit. Bro, er redet so über seine Autowerbung, Mann. Ja, total. Das ist literally, ich glaube, das ist der Wiener Linien-Slogan. Der neue Hyundai lässt sie nicht auf der Strecke. Unsere Werbung. Ehrlich, verlässlich und immer pünktlich. Es geht einfach... Bei ihm, er hat das verwechselt, er hat die Deutsche Bahn gemeint. Aber. Ja, nein. Na gut, sonderlich pünktlich sind ja auch nicht, der Papa. Lustiger Warum Witz. Jetzt niemand gelacht hat, ist, ich habe den Witz schon gebracht vorhin, deswegen ist es eigentlich ein sehr lustiger Witz. Es verkrampft sich bei mir alles. Ja. Wenn ich das höre, es ist einfach, ich kann nicht drüber lachen, weil wie kann man so dumm sein? So? Es ist wirklich lustig. Ich weiß nicht, also bei Dominik Knapp, das ist jetzt relativ unprofessionell von mir, aber bei dem Typen denke ich mir wirklich, der schaut so deppert aus. Schaut wirklich so aus, als wäre er wirklich ein kompletter Vollidiot.
Okay, und ganz kurz, was ich einfach noch kurz sagen will, dieser Typ, und das werde ich jetzt nicht irgendwie hier zensieren, er betreibt mit seiner fucking Wahlwerbung Volksverhetzung. Ja. Und es tut mir nicht weh, das zu sagen, und ich werde von diesem Statement auch nicht ganz mich zurückziehen. Offizielle Meinung des Podcasts. Diese Plakate sind einfach nichts anderes als fucking Hasspredigten gegen ein Volk und volksverhetzend. Und ich finde es eine absolute Schande, wie man sowas auf den Straßen lassen kann. Ich muss auch sagen, wieso haben alle Politiker in Österreich, die Söhne von Prostituierten sind, zurückgegelte Haare? Söhne von Prostituierten, das ist gerade. Es gilt die Unschuldsvermutung. So. Ich war gerade so verwirrt. Ich dachte, es gibt viele Politiker, die halt tatsächlich Söhne von Prostituierten sind. Okay. Was ich auch anmerken wollte, natürlich, ich schätze, du sprichst das Plakat an, wo so SPÖ, ÖVP, statt Grüne, Islam radikaler oder irgendwie so, Islam. Ja. Dass du denkst, die ÖVP ist auf Seiten des Islams. Die sind genauso ausländerfeindlich wie ihr, Mann. Die haben das wirklich übernommen und dann ein bisschen schöner verpackt. Das wollte ich gerade sagen. Apropos Ausländerfeindlichkeit und Anti-Muslimen-Gedankengut in Österreich. Ja, was gerade sehr aktuell ist in aller Munde, manchmal auf gute Weise, leider auch sehr oft auf schlechte Weise, ist das Flüchtlingslager Moria. Das Flüchtlingslager heißt Moria in Lesbos und in dem, das ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Ich habe jetzt einen kurzen Hintergrund für euch da. In diesem Flüchtlingslager leben mehr als 12.000 Menschen. Das sind viermal so viele wie vorgesehen. That's crazy. Und wie gesagt, es ist Mittwoch Mitternacht fast komplett niedergebrannt. Weiß man warum? Ja, das kommt. Und das, nachdem Teile des Lagers unter Quarantäne gestellt worden waren, weil mehrere Bewohnerinnen Corona-positiv getestet wurden, BNI. Man geht von einer Brandstiftung auf Seiten der Flüchtlinge aus. Dazu kommt dann noch Kontext. Es ist schon der vierte Brand in der Geschichte des Lagers. Und diese Geschichte ist eine, die vor allem durch unmenschliche Lebensbedingungen, durch ständige Überfüllung und durch unzureichende medizinische Unterstützung, vor allem während der Corona-Krise, geprägt ist. Mhm. Diese Brandstiftung, die man einerseits sehen kann als, okay, gewaltbereite Flüchtlinge, das ist immer der Narrativ, auch genauso verkauft wird. Oder man kann es sehen als, wir leben hier zu 12.000 in einem Lager, das selbst wenn nur 3.000 Leute hier leben, schon nicht sonderlich gute Bedingungen liefert, indem wir jetzt in extrem engem Umfeld in Quarantäne gezwungen werden, weil Europa es nicht geschafft hat, das zu evakuieren. Ärzte ohne Grenzen hat schon im Mai gesagt, wir müssen das evakuieren, weil es ist eine Frage der Zeit, bis hier Corona ausbricht. Es sind jetzt schon 36 Leute positiv getestet worden. Und das ist eine Antwort darauf, sozusagen, schaut uns an, schaut, wie wir hier einfach komplett ignoriert werden, wie wir hier misshandelt werden. Von daher, natürlich, du kannst sagen, okay, dieses Lager in Brand zu setzen, ist das so zielführend, aber wie man sieht, sprechen die Leute nicht drüber, bis sich jemand auf... Aber sind Leute gestorben? Eklatante Weise wird nein. Zum Glück. Niemand ist verletzt, aber es sind jetzt mehr als 12.000 Menschen obdachlos. Und das Ganze hat erneute Kritik an der Asylpolitik Europas entfacht. Diese Asylpolitik kann man mittlerweile mit dem Motto Nein, danke beschreiben, würde ich meinen. Das ist nicht mal als Witz gemeint, sondern das ist wirklich tatsächlich, wohin sich die Asylpolitik Europas entwickelt oder entwickelt hat. Jetzt schaut das Ganze so aus. Frankreich und Deutschland haben mittlerweile deklariert, jeweils 400 Kinder und Jugendliche aus dem Lager anzunehmen. Das heißt, da ist der Fokus. Und der de facto ÖVP-Außenminister Schallenberger, unser lieber Außenminister, hat sich in einem Gespräch in der ZIP klar gegen die Aufnahme ausgesprochen. Ja, sorry. Und er meinte, dass das Flüchtlingslager zu leer nur dazu führen würde, dass es sich wieder füllen würde. Und er hat dabei so Begriffe wie Endlosschleife und, was ich ziemlich eklatant finde, Sisyphus-Arbeit verwendet. Ja, weißt du, als könnte man Menschenleben retten mit so Steine hochschieben, hier gleichsetzen. Voll. Ich finde, das ist irgendwie eine sehr, es ist eine sehr so
bürokratisch-akademische Einstellung einem Aussage, eigentlich sehr menschlichen Thema gegenüber. Gut, was bedeutet das konkret, jetzt diese ganze Situation? Erstens natürlich verlieren Menschen ihre Lebensgrundlage. Ich denke, beim ganzen Politisieren und Polemisieren vergisst man schnell darauf, dass Menschlichkeit in solchen Situationen eigentlich so am angebrachtesten ist. Also nicht gleich zu denken, okay, wie wird das jetzt sozusagen, wie wird das sich aus, was wird das auf Effekte haben politisch, sondern zu sagen, okay, hier wurde Menschen die Lebensgrundlage weggenommen, eine Lebensgrundlage, die sowieso schon eigentlich katastrophal niedrig war, unter katastrophal niedrigen Zuständen existiert hat, und der erste Reflex sollte sein, okay, wie können wir sie unterbringen? Nicht, dass 12.000 Menschen jetzt zu viel wären für Europa, aber gut. Mhm. Ich will aber jetzt nicht unbedingt so ein großes Segment über die EU-Flüchtlingspolitik machen, weil das die EU in Sachen Flüchtlinge unglaublich inkompetent ist und Verantwortung und Schuld so zyklisch hin und her schiebt. Ist, denke ich, eh schon bekannt. Es ist immer so, ja, wir wollen das in den Außengebieten haben, also EU-Außengrenzen, und dann sind die EU-Außengrenzen so, nein, wir haben schon so viele, ihr nehmt das, und dann ist Deutschland so, nein, aber wir sollen das dort klären und so weiter und so fort, und das dreht sich immer im Kreis. Das sind natürlich wie so Leute, die am Spielfeld so Figuren hin und her schieben, und es ist ein totales Putt. Man merkt einfach auch, glaube ich, wie groß dieser menschliche Disconnect ist von den Leuten, die Entscheidungsträger sind, und den Leuten, die betroffen sind. Und ich finde natürlich, Menschen, das sollte nicht so sein. Menschen sind nicht mehr Menschen, sondern sie sind Massen, weißt du? Genau, du hast eine Masse an 12.000 Menschen. Du hast nicht 12.000 Individuen, die ein Recht auf ein Leben haben, sondern du hast 12.000 potenziell gewalttätige Flüchtlinge. Ja, das ist, das ist auch überhaupt eine schwierige Formulierung. AAA-Rating. Das ist der Rahmen, der gespannt wird. Also, das nochmal? Ja, ja. Also, ich weiß nicht mehr, was das AAA-Rating war, irgendwas mit Afghan, also was der, der ehemalige Verteidigungsminister von der FPÖ gesagt hat in einer Pressekonferenz über auf so Flüchtlinge. Er hat ein AAA-Rating gesagt? Er war so aggressive Asylwerber Afghaner oder irgend sowas. Oh mein Gott. Okay, let's not. Darüber haben wir geredet, glaube ich, im Podcast. Nein, haben wir nicht. Aber ich glaube schon. Ja, Jonas, bist du fertig mit deinem Input oder soll ich noch? Okay, weil ich würde dann gerne was dazu sagen. Gut, das ist das Erste. Das Zweite ist, denke ich mir, was das Ganze jetzt konkret für Österreich bedeutet. Ich bin der Meinung, und ich denke, ich kann das für euch jetzt auch so pauschal sagen, ihr seid auch der Meinung, dass Österreich irgendwo die Pflicht, die moralische Pflicht hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja. Weil wir es uns leisten können, weil ich denke, diese Narrative, dass alle Flüchtlinge irgendwo gewalttätig sind oder dass sie nicht fähig sind, sich kulturell anzupassen, dass das eh alles rechte Hetze ist. Sehr großen Teil auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch irgendwie lächerlich, so zu sagen, okay, aber schau, dieser Flüchtling hat irgendwann irgendeine Gewalttat begangen, so als würden Österreicher nicht genauso Gewalttaten begehen. So, wenn du deine Bevölkerung ausweitest, dann wird es in absoluten Zahlen. Ich glaube, du kannst einfach auf beiden Seiten mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, aber so nitpicky sein. Und du kannst sagen, dieser eine Flüchtling, keine Ahnung, hat terroristisches Gedankengut und hat, keine Ahnung, wurde mit einer Bombe erwischt oder was weiß ich, irgendwie so. Nur. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in der ZIP einen Beitrag gesehen über einen ehemaligen syrischen Flüchtling, der jetzt ein Bestseller-Autor geworden ist, und zwar nicht in seiner Heimatsprache, sondern der innerhalb von 4 Jahren ein Buch auf Deutsch geschrieben hat, das mehrere Preise gewonnen hat. Und ich glaube, für alle Leute, die absolute Extremisten sind, gibt es ein gleiches Maß an Leuten, die extrem gute Sachen dann vollbringen im Endeffekt. Und ich finde es grundsätzlich sehr schwer, eine Masse an Leuten auf ihre einzelnen, auf einzelne Mitglieder zu reduzieren. Man muss das ganze Bild sehen. Man muss das Ganze so sehen. Es ist eine riesige Menschenmasse, und unter diesen Menschen gibt es gute Menschen und es gibt Menschen und es gibt schlechte, halt, ganz genau, wie auch immer man das nimmt. Gut. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was bedeutet das für Österreich und konkret, was bedeutet das für Türkis-Grün? Weil das ist das erste Mal, finde ich, dass es dahingehend nach außen hin bröckelt. Es ist viel sozusagen
durch die Gitter gekommen, dass es in Sachen Gesundheit, in Sachen Urausschuss durchaus ein bisschen schwierig ist. Aber jetzt gab es Widersprüche direkt in der Koalition. Die Grünen sind nämlich anscheinend doch fähig, Widerstand zu leisten. Zwar vielleicht nur, wenn eine medial... Das ist so typisch, das ist genau beim Flüchtlingsthema. Ja, es ist... Das ist irgendwie... Das ist das, wo medialer Druck herrscht, um zu zeigen, dass du doch die Menschenrechtspartei bist. Ja. Kogler hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, ich zitiere jetzt, ich erwarte mir mehr europäischen Geist und mehr Menschlichkeit und weniger Zynismus. Österreichs internationales Ansehen war immer getragen von dieser Menschlichkeit und solidarischem Verhalten in Europa und in der Welt. Gut, es ist relativ zurückhaltend, aber man hört schon raus, okay, weniger Zynismus, bla bla bla. Die ÖVP hat sehr zynisch reagiert. Nee. Maybe ein kleiner Stab gegen die ÖVP. Ja. So. Und ich zitiere jetzt noch einen Absatz direkt aus dem Standard. Die grüne Vize-Club-Chefin Eva Ernst-Gijitz flog am Donnerstag nach Lesbos. Das sollte wenigstens ein Signal sein. Wir sind mit der ÖVP im Gespräch und werden den Druck weiter aufbauen. Fakt sei allerdings, wir haben aktuell keine Mehrheit im Parlament. Ja. Es wäre unverantwortlich... Ach, ihr habt keine Mehrheit im Parlament? Es wäre unverantwortlich, einen Koalitionsbruch zu riskieren und sich damit die Möglichkeit zu verbauen, mit der ÖVP doch etwas zu erreichen, argumentiert Ernst-Gijitz. Hoffnungsvoll klingt sie nicht. Die Position der Volkspartei widerspricht meiner Haltung, meinen Überzeugungen und aus meiner Sicht auch dem Gebot der Menschlichkeit. Wem es bei diesen furchtbaren Bildern nicht das Herz zerreißt, der ist ein Zyniker. Wer Menschen unter Generalverdacht stellt, um ihnen so Hilfe zu verwehren, ist am falschen Pfad. Ganz genau. Das sind endlich mal sehr direkte Wörter. Klare und direkte. Also ich hab echt auch das Gefühl, so bei dem Thema, so hört sich's einfach auf. So Klimapolitik, degressives Arbeitslosengeld, okay, wir spielen mit, aber bei dem Thema, und ich finde das auch sehr gut, also... Dieses Mal. Ich finde schade, dass es dazu kommen muss. Ganz genau, aber das ist jetzt wirklich auch für mich ein bisschen so der Punkt, wo ich sehr skeptisch geworden wäre, hätten sich die Grünen da auch so auf eine passive, zynische Schiene gestellt. Nee. Es wird halt, es wird davon ausgegangen, dass ein Antrag von der SP oder von der NEOS kommt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Der wird so oder so abgelehnt werden, das ist schon klar. Die Grünen werden wohl oder übel Koalitionslinie fahren, was man ihnen übel nehmen soll. Finde ich. Aber das ist sowieso wurscht, weil ÖVP und FPÖ haben gemeinsame Mehrheit. Wir wissen, wie die FPÖ dazu steht. Und die ÖVP hat von Anfang an gesagt, wir nehmen nicht einen Flüchtling auf. Was meiner Meinung nach dazu führen sollte, wenn wir, es gibt, aus irgendeinem Grund hat die ÖVP ein relativ großes, junges Publikum. Und ich finde, wenn ihr so etwas hört und ihr trotzdem der Meinung seid, die JVP ist für mich oder die Schülerunion ist für mich. Ja, oder aber die JVP ist was ganz die JVP, anderes das als ist die nur ÖVP. Fürs Networking, Jonas. Die JVP ist was ganz nur fürs junge Network. Die fährt auch einen anderen Kurs. Nein, das ist, die fährt, also. Das ist so wie die. Ganz die ehrlich. Gras und die Grünen. Hier wegzuschauen macht einen zu einem schlechten Menschen. Und ich finde, das so pauschal zu sagen, ist nicht polemisierend. Nein, überhaupt sondern das nicht. Ist einfach. Das ist Tatsache. Ja. Absolut. Ja. Es gibt hierüber nicht viel eigentlich zu diskutieren. Ich denke, wir sind alle drei der gleichen Meinung. Es gibt nicht wirklich was drüber zu witzeln, sondern es ist einfach so. Fakt der Sache ist, es ist absolut unmenschlich, sich zu weigern, hier humanitäre Hilfe zu leisten. Vor allem, was ich lustig finde, ja, einerseits sagen die Leute der ÖVP, ja, so, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das ist Sisyphos Arbeit, wenn wir jetzt diese 100 Kinder aufnehmen, dann bringt das ja eh nichts und dann, und auf der anderen Seite, jeder eine Flüchtling, den wir mehr aufnehmen, ist ein Riesenproblem und wir nehmen nicht, aus Prinzip nicht mehr Flüchtlinge aus. 100 Flüchtlingskinder sind für eine Millionenstadt wie Wien noch ein viel größerer Tropfen auf dem heißen Stein, ein viel kleinerer Tropfen auf dem heißen Stein, sorry, als für ein Flüchtlingslager. Das ist aber einfach bei einem Faktor von 100 ist die Bevölkerung einfach größer in Wien als in diesem Flüchtlingslager. Und 200, ja, voll, 200 sogar. Und da auf der einen Seite zu sagen, ja, es bringt eh nichts, weil das Lager wird immer voller, aber die 100 Leute nehmen wir nicht auf, weil aus Prinzip und wir, ich finde, das ist einfach so irrsinnig. Man könnte einen guten Kompromiss eingehen.
Wir nehmen 50 Flüchtlinge auf, aber Kurz darf sie selber auswählen. Okay. Das will Mann, ich wünsche den ganzen Leuten, die sagen, so, wir nehmen keinen einzigen Flüchtling mehr auf, die diese Linie fahren und die sich dann so zynisch äußern wie der Außenminister in der ZIP in dem Interview mit Armin Wolf, ja, der by the way eine fucking Legende war wieder mal. Keine Kraftausdrücke bitte. Keine Kraftausdrücke, aber er ist eine verfloppte Legende. Wir versuchen euer Feedback einzubauen, Leute. Aber es geht nicht. Was man auch, es ist ja, schön wie du es gesagt hast, es ist gleichzeitig zu. Ich wünsche den Leuten, dass sie einfach literally dort sich das anschauen, vor Ort und einfach miterleben, ja, für eine Stunde, wie es den Leuten dort geht, vielleicht. Ja. Ja. Und es ist natürlich gleichzeitig, du hast es gut gesagt, sozusagen gleichzeitig immer zu voll und gleichzeitig wird es eh nichts, oder es wird eh nichts bringen. Das und ist einfach ein es Widerspruch. Ist zu viel. Ja. Es ist wie dieser schizophrene Mexikaner, weißt du, der gleichzeitig extrem faul ist und uns all die Jobs wegnimmt. Genau. Es ist komplett, also egal, du kannst zwei komplett widersprüchliche Narrative übereinander legen und die Leute kaufen es dir ab, weil es alles, es was im Grunde Leute nur verhetzt und ihre Vorurteile bestätigt, dankend angenommen wird. Gut. Irgendwie eine offene Frage: Ist das ein Anfang des Endes für die Koalition? Ist die ÖVP jetzt doch zu unmenschlich für die Grünen? Ist das Ganze PR? Wer weiß. Ich kann sehr schwer einschätzen, was jetzt passieren wird. Ich auch. Ich würde davon ausgehen, dass es... Weil es wirkt schon wie eine Hard Stance von Kogler. Natürlich, aber man muss halt sich fragen, okay, sozusagen, jetzt sind sie gezwungen. Wenn sie jetzt den Schwanz einziehen würden, dann würden sie wirklich, glaube ich, und das kann ich so sagen, aber vielleicht stimmt es auch nicht, einen relativ großen Anteil ihrer Wählerschaft verlieren. Halt, sie würden einfach mit der Besetzung mein Vertrauen und ich glaube vor allem das Vertrauen vieler, also aller Wähler, konstanten Wählerinnen und Wähler komplett verlieren und sich einfach komplett unglaubwürdig machen. Und ich glaube auch im Grunde, dass Leute wie so Kogler wie oder Ernst Cicic, noch nie von ihr gehört, muss ich sagen. Die liebe Eva. Kleiner Roast nebenbei. Nein, so. Gigi, if you're hearing this, we're sorry. Sorry, bro. Dass keine schlechten Menschen sind irgendwo, sondern dass sie noch ein Körnchen Gutheit in sich haben, trotz der Koalition. Jetzt come on, ich finde das falsch, das so darzustellen. Das ist meine Meinung. Das ist Monster, weil sie eine Koalition eingehen mit einer anderen Partei. Ich glaube an das Gute in den Menschen und ich glaube, dass sie sich gegen den türkisen Kurs aussprechen werden. Ich glaube, dass es nicht viel bringen wird. Das sowieso nicht. Ich bin gespannt, wenn nächste Woche ein Antrag kommt, sollte ein Antrag kommen. Ich bin gespannt, ja, wie sie wählen werden. Gut. Wir werden berichten, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher. Aber sie können ja auch einfach dagegen stimmen und dann weitermachen. Natürlich. Aber ich finde es halt, nicht angebracht von ihnen wirklich. Ich finde Koalitionslinie fahren zu müssen, ist so ein antiquiertes Konzept, weil du dich damit extrem lähmst. So Zusammenarbeit heißt nicht, dass du überall genau das Gleiche machen musst. Ganz genau. Sondern das heißt Kompromisse finden und dort, wo keine Kompromisse gefunden werden können, was in der Politik oft der Fall sein wird, vor allem, wenn du als linksbürgerliche Partei mit einer mittlerweile einfach rechten Partei koalierst, wird das passieren. Natürlich. Und das musst du von Anfang an wissen und ich finde es dann auch nicht richtig deiner Wählerschaft gegenüber, du brichst einfach Versprechen. Und ich finde, wenn sie jetzt dagegen abstimmen, dann brechen sie eines ihrer größten Versprechen, und zwar, dass sie eine Partei sind, die sich für Menschenrechte einsetzt. Ganz ehrlich, so, wenn sie einfach sich nicht entscheiden können, ich bin echt nicht für Straches FPÖ, aber Volksabstimmung, let's go. Let's do it. Machen wir eine fucking Volksabstimmung. Und Wobei ich glaube, dass Österreich dagegen abstimmt. Wirklich? Wir sind ein durch und durch rassistisches Land. Das muss man irgendwo einsehen. Wie glaubst du, wieso glaubst du, hat FPÖ und ÖVP eine Mehrheit? Ja. Du kannst diese Partei nicht wählen ohne nicht, komische dass alle Haltungen. ÖVP-Wähler für diesen Kurs sind.
Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Und Wählerinnen, sorry. Aber es ist, ÖVP-Wähler und Wählerinnen sind, es ist, tendenziell es ist irgendwo ein Kult. Diesen, I guess. Nein, es ist aber auch ein Persönlichkeitskult. Und das, was Kurt sagt, ist dass, heilig. Ja, dass diese Linie wird gefahren. Ja. Ja. Let's see, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Schauen, wir werden das jetzt weiterverfolgen die nächsten Wochen, wenn Österreich nicht seinen Teil beiträgt. 400 Flüchtlinge für Frankreich und Deutschland, okay, ich schreibe Ihnen das jetzt auch nicht so gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie hier Herakles Arbeit, die sie leisten, um einen Begriff aus der griechischen Mythologie zu entwenden. Ach, Jungs. Hoffentlich. Aber du meinst ein Herakles Task. Ja, eine Herakles Task. Herakles Aufgabe. Okay, das Arbeit. Sind ja die herakleischen Aufgaben. Gut. Nicht die Arbeit. Er leistet trotzdem Arbeit. Ich habe recht. Insofern werden wir es uns anschauen, hoffen wir, dass sich hier was finden lässt. Und ja, wenn ihr zu dem Thema vor allem, wir haben das jetzt eingeschoben, weil es sehr wichtig war, und natürlich ist es nicht unbedingt ein Thema, worüber man wirklich witzelt. Also wenn ihr darüber reden wollt mit uns oder Meinungen dazu abgeben wollt, bitte schreibt uns, e-mailt uns. DMt uns, wie auch immer. Wir hören es uns wirklich gern an und wir reden auch gerne im Podcast drüber, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr einfach Kommentare dazu abgeben genau. wollt. Aber wir werden jetzt weitermachen, weil es einfach noch nicht genug gibt, sage ich mal, um Neues, wir Interessantes darüber zu bereden. Wir melden uns mit mehr Infos. Genau. Lenny, so, du bist dran. Way to kill the mood, Jonas, würde ich mal sagen. Ja. Also ich habe blöderweise, das war natürlich ein Scherz, ich habe blöderweise im Laufe der letzten Woche ein sehr, sehr lustiges Segment vorbereitet und ich werde es jetzt einfach brute forcen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich hoffe, die Leute, die zuhören, nehmen mir das nicht allzu übel. Nur ganz kurz, das erinnert mich so an die Instagram-Stories, was ich nämlich mittlerweile immer mitverfolge, ist, wo viele so Social Justice Warrior so Type Posts, wo so über irgendwas Menschenrechtliches geredet wird yeah. und dann in der nächsten Story so sie, wie sie so beim Saufen sind. Yeah. Nein, ja, genau, irgendein Meme. Daran erinnert mich das ja, gerade. Total. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, jetzt wo ihr alle traurig und am Boden seid, euch wieder aufzuheben. Und bin einfach nur müde. Vor allem hier im Studio. Ich bin auch sehr relativ müde heute. Es ist schon sehr spät. Wir nehmen die Folge heute spät auf. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, vielleicht finde ich ein Segment, das uns ein bisschen aufweckt. Und ich habe seit langem mal wieder ein richtig schön ausgearbeitetes Jonas versus Dani. Okay. Und ich habe ein kleines Problem gehabt. Ich habe mir nämlich gedacht, hey, Jonas versus Dani, aber wir hinken in den Bestrafungen ein bisschen hinterher und vielleicht wäre es ja möglich, eine Bestrafung einfallen zu lassen, die direkt im Studio stattfindet. Oh Mann, es ist jetzt Chili. Und Dani hat es gecallt. Ja, es sind Chilis. Es sind wieso bin ich so gut darin, Sachen zu predicten? Das war, ich denke mir, das war absehbar. Es sind frische Habaneros aus dem Chili-Garten von unserem lieben Tontechniker und Kameramann Adam, die er mir vorher überreicht hat, wo ihr kurz so wart, so, hä, was machen die jetzt? Was von der Lara, oder? Was von der, genau. Sehr unauffällig. Wir haben zwei größere und zwei kleine. Das heißt, eine Person bekommt die zwei kleinen mal und ich sage euch gleich, und die anderen die größeren. Und ich sage euch gleich, was wir damit machen. Das ist so falsch gerade. Ich sage euch gleich, so was wir damit machen. Der gerade. Ich habe in der U-Bahn am Sonntag oder am Montag eine extrem unlustige Scherzfrage überhört. Okay. Und ich habe Scherzfragen vorbereitet und ihr müsst die Antwort auf die Scherzfragen raten. Und wir machen das so, das ist so unfair. Jonas ist so gut in sowas. Augenblick, er ist so ein Augenblick, verdammter... Augenblick. Ich habe es für euch. Ich, ja. Jedes einzelne Jonas versus Dani wird Dani davor wüten, weil ich ja, genau, zu weil gut Jonas in zu gut bin. Ist. Und dann, das ist aber wahr. Du dann verliere halt wirklich jedes diese Mal. Dummen Fragen. Und... Okay, folgendes, okay. Du weißt immer die Antwort auf diese dummen Scherze. Ja, ich bin auch wütend, weil du immer
Ich scheiß mich jetzt ein bisschen an gerade, ja? Weil wir machen das so. Ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, das Spiel geht jetzt los, werde ich diese Fragen vorlesen. Und jedes Mal, wenn irgendjemand von uns drei lacht, muss die Person, die lacht, auch nur schmunzelt oder grinst. Also das ist auch extrem. Einen kleinen Bissen, auch viel besser als ich. Einen kleinen Bissen von der Chili nehmen. Wie definieren wir Bissen? Wir müssen einen kleinen Bissen. Ich weiß schon ganz genau, Jonas wird keine großen Augenblick. Bissen machen, so wie ich. Die Person, die am Ende verliert, bei Gleichstand bin das natürlich ich, isst die Chili auf. Was heißt ein kleiner Bissen? Ein kleiner Bissen heißt ein kleiner Bissen. Wieso habe ich die große? Das ist egal, nur wenn du verlierst. Jonas hat zwei kleine. Jonas, die, und außerdem, die kleinen packen meistens eh den größeren Punch. Ja, okay, also, aber wo muss ich abbeißen? Du beißt einfach ab, alles außer das Grüne ist legal und du machst einfach einen Bissen, der als Bissen erkennbar ist. Also nicht so ein bisschen Haut abziehen, sondern halt so, dass man sieht, I guess. Okay, also einfach so ein kleines Stück. Okay. Das wird sich eh herausstellen, die sind auch bei kleinen Bissen schon teuflisch scharf. Das heißt... Teuflisch scharf? Du lachst jetzt, aber... Ja, okay. Dich auch. Und wir haben alle kein Wasser mehr. Wir haben kein Wasser keine mehr. Keine Milch und kein und keine Brot, Milch. Und wir bringen auch nichts. Und wir dürfen nicht aufstehen. Was? Genau. Nein, Kameramann Adam kann jetzt kurz ins Bild kommen und uns allen ein bisschen ein Wasser holen. Alter, ich bin gerade echt müde, aber this is gonna wake me the fuck up. Das wird uns aufwecken, okay. Ja. Dreht jeglichen Lächler, den ihr jetzt gerade auf den Lippen habt, ab. Aber warte, geht es nicht darum, wer es richtig beantwortet, nur wer lacht? Nein, es geht schon darum, wer es richtig beantwortet. Beziehungsweise halt, wenn es niemand richtig beantwortet, natürlich dann, also es geht jetzt beim anfänglichen Chili-Essen nur darum, wer lacht. Mhm. Und am Ende geht es darum, der Verlierer von dem Spiel, also auch ich, wenn ihr einen Gleichstand habt, isst seine Chili auf. Also die Antworten sind erst am Ende wichtig. Okay. Okay? Gut. So, lieber fangen Adam, wir mal an Dankeschön. Mit der ersten Frage. Fangen wir an. Ich zähle von drei runter. Ich habe echt Angst. Ich sag's, wie es ist. In diesen 3 Sekunden, ich zähle jetzt von 3 runter, ist kein Lachen mehr erlaubt. Get it out of your system now, okay? Oh, danke. Und wir haben auch Milch und nice. Bio-Joghurt. Ich hätte diese Milch killen, gell? Ziemlich saures, das ist eh okay. Okay. Ich glaube nämlich, ich bin laktoseintolerant. Was ziemlich scheiße ist für diese Challenge. Okay, 3, 2, 1... Gut, das war jetzt kurz Dead Air. Danke, Adam, wir sind vorbereitet. Gut. Welche Vögel legen niemals Eier? Fuck, ich kann das nicht. Okay. Gut, fangen wir an. Ich weiß es nicht. Sehr fruchtig. Ich habe nur Fruchtfleisch erwischt. Bei mir ist es irgendwie... Oh, shit. Okay, never mind. Es ist sehr scharf. Welche Vögel legen niemals Eier? Ich weiß es nicht. Ha! Welche Vögel? Ich darf nicht lachen. Ich würde sagen beide, wir wissen es nicht. Okay, na, irgendeine Antwort. Okay, Schwalben. Twitter. Welche Vögel Twitter? Nehmen... Twitter wäre eine gute Antwort. Eiderdaus. Eiderdaus. Die Antwort ist männliche Vögel. Gut, Mist. Jetzt sind wir alle dran. Okay, da. Ich habe einfach einen viel größeren Bissen als ihr beide genommen. Shit. Aber it's big boy bite. Da, ich habe solide viel abgebissen. Gut. Es geht eigentlich. Das ist ein Bissen. Ist fair. Mm. Okay. Schmeckt auch nur noch Paprika. Wenn 30 Männer eine Villa in 10 Monaten bauen. Meins ist nicht scharf. Ja, du hast wahrscheinlich, du bist noch nicht an, noch die, Kerne an die nicht. Samen gekommen. Die Samen? Ja, die Kerne. Nicht die Kerne. Wenn 30 Männer eine Villa, in 10 Monaten bauen, wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat? Dani, was sagst du? Do the math. Überleg mal. Wenn 30 Männer in 10 Monaten eine Villa bauen. Wie lange dauert es, dieselbe Villa zu bauen, wenn man nur 15 Männer hat?
Die Villa muss man nicht bauen, ja, die wurde schon gebaut. Die Villa ist schon gebaut. Ihr habt beide recht. 0 Sekunden, die Villa wurde bereits von den 30 Männern gebaut. Stabile Antwort. Einfach richtiger Knieklatscher. Ja, ich lache innerlich. Oh Gott, die nächste ist schlimm. Es ist wirklich grenzwertig schon. Wie sagst nennt uns man, dann, was die Scherzfrage ist, die du in der BIM überhört hast? Ja, wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Das ist die Frage, die ich überhört habe in der BIM. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Ich glaube, ihr lacht beide. Nein, ich lache nicht. Ja? Ich lache nicht. Im Zweifelsfall ist Adam Schiedsrichter. Ich lache noch nicht. Wie nennt man die Steigerung von Buchstabensuppe? Mhm. Ich. Irgendwas mit Alphabet? Nein. Keine Ahnung, Buchstabendurchfall oder so? I don't know. Die Steigerung. Was? Denk in der Größe. Ach so. Hä? Buchstaben Schwimmbad. Rate zu Hause mit, by the way. Die Antwort ist Wörthersee. Okay, ich musste nicht lachen. Ich musste nicht lachen. Ich musste nicht lachen. Ich nehme jetzt auch einen Big Boy Bite. Was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Ehre. Ehre genommen. Ehre gegeben. Ehre gegeben und Ehre gegeben. Man ist nicht scharf. Willst du von mir einen Samen? Kleine Samenspende hier. Samen gegeben. Okay, was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Ehre. Nein, komm jetzt, wirklich. Nicht scharf. Warte, ich esse dir einfach auf. Nein, ist sie nicht, ich schwöre. Oh mein Gott. Ich fange einen Rülpser zu kriegen. Oh mein Gott. Okay, ich weiß es nicht. Schau mal, der ist was falsch, ist nicht scharf. Was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Geben, aber behalten. Die Antwort ist Coronavirus. Nein! Scheiße! Ja, was ist Coronavirus? Okay, gib mir was von deinem. I wanna join on the fun. Das ganze Fetzen. Ich habe bis jetzt null Schärfe, muss ich sagen. Ja, sei froh. Das riecht doch nicht scharf, das ist einfach eine Paprika. Ja, kill sie einfach. Das riecht nach Oschwig. Kill sie einfach. Ich habe noch Chili im Mund, bei mir zählt es. Wie viel hast du schon gegessen? Es steht, by the way, 0 zu 0. Nach wie vor. 1 zu 1. 1 zu 1. Also. Oh, shit! Es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Heidelbeer. Kill sie. Kill sie. Okay. Weil du bis jetzt keine Schafe hattest. Okay. Das tut's. Oh shit, Mann. Das ist wie machen Igel den Sex? Geschlechtsverkehr. Wie machen Igel den Sex? Komm mal, Geschlechtsverkehr. Wie machen Igel die Liebe? Beim Rumkugeln. Na das wie? So. Nicht oh. Wobei. Ja, ich hab's dir gesagt. Mit Stich. Mit Stich? Hm, nicht schlecht, aber du gehst in die richtige Richtung. Shit. Ich muss mich so abbauen, wie er einfach reacted. Wie machen Igel? Wie kugeln Igel rum? Alter. Ich weiß nicht, Dani, was ist deine Antwort? Gib mir einfach eine Antwort. Sie kommen schnell zum Stich. Mhm. Jonas? Ich weiß nicht. Okay, nochmal. Stängel ausfahren und dann. We need to turn up the heat! Oh, fuck, ich weiß nicht. Was ist es? Super vorsichtig. Okay, Dani muss nochmal, ich habe nicht gelacht. Dani, ich auch nicht. Oh, ich bin's in den Ohren. Ja, das ist wie auch. Chili Klaus immer sagt. Ja. Chili Klaus macht dann immer so. Ja. Ich spür's in den Ohren. Okay, hast du noch eine Frage? Warum wie viele noch? Noch vier. Ich hasse dich! Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Kurz Malle fetzen.
Ja, keine schlechte Antwort. Leider falsch. Jonas, was ist dein Guess? Warum jeder hat eigentlich nur einen Guess, by the way. Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Weil sie im Norden waren. Sie können nur in den Süden. Weil es zu weit zum Gehen ist. Was hat zwei Hände, einen Kopf und zwei Beine? Ist aber nicht lebendig. Was hat was? Eine Leiche. Zwei Hände, einen Kopf und zwei Beine, ist aber nicht lebendig. Eine Leiche. Ja, ein Kadaver. Ein Kadaver? Ja, die Antwort ist eine Leiche. Okay, aber ich habe es zuerst richtig. Ja. Nein, trotzdem, das zählt ja für uns beide. Was ist aller Laster Anfang? L. A. All. Die Stoßstange. Okay, ich muss nochmal rein. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück bekommen? Letzte Frage. Abendbrot. Brot, hätte ich auch gesagt. Na, das ist unfair. Ich wollte das gerade sagen. Du wolltest das gerade sagen? Ja, ja, ja. Mhm. Es ist das Abendbrot. I guess I lost. Okay, ich würde sagen, als Solidarität essen wir einfach mit, Dali. Killen wir sie alle? Ich habe nichts mehr. Alter, du hast das noch. Hier die Kerne, komm. Ja, wir killen das schnell, komm. Es ist nicht scharf. Egal, kill's trotzdem. Aber es ist nicht scharf. Egal. Ich sag nur, es wäre fairer, wenn ich hier was Scharfes kriege. Ja, dann kriegst du die Hälfte von mir, weil Jonas, den ist urklein. Ja, aber die packen so viel Heat, Bro. Ja, meine auch. Das sind so viele Seeds. Ich würde in meinem Mund bluten. Okay, hier. Das ist so viel! Ja! Komm! Gut. Okay. Jungs, drei. Auf 16 Folgen Staffel 2. Auf 16 Folgen, 17 Folgen Staffel 2. 17 Folgen Staffel 2. Prost. Prost. Danke für eure es Ehre. Es kribbelt in meinen Händen. Ihr seid echte Ehre. Es kribbelt drei, in meinen Händen. 3, 2, 1. Oh! Es ist süß. Fruchtig. Okay, 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 okay! Die Dampflok macht Bubu! Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall, deswegen kribbelt es gerade in meiner Hand. Ich habe gehört, wenn es einem so weh tut hier im Arm, dann hat man gerade einen Herzinfarkt. Kannst du deine Hand hochhalten? So? Natürlich habe ich keinen Schlaganfall. Oh. Das ist richtig ungut. Die Schärfe kommt spät, Leute. Mir geht es nicht richtige, sehr gut. Richtiger Spätzünder. Ja. Gut. So. So viel dazu. Ich denke, Alter, der Wörthersee-Witz hat mich so gekillt. Buchstabensuppe, Wörthersee. Leute, merkt euch den zu Hause. Oh. Der das linke untere ein Teil von meiner Zunge. Es ist, to be honest, nicht so schlimm. Das ist immer ein Banger, um eine Konversation zu starten. Ja, ich muss sagen, die erste, die ich hatte, von der du danach was hattest, war bei weitem die schlimmste. Gut. Einer meiner Highlights ist auch, was kann man jemandem geben, aber gleichzeitig behalten? Coronavirus. Das war zu unschwierig. Da hau ich mich auch ab, immer. Ich produziere so viel Speichel, ich glaube, da kommt mehr zurück ins Wasser, als ich trinke. Mhm. Gut, ich versuche das Auto zu machen, damit wir uns ärztlich versorgen können. Ja. In dem Sinne, egal ob... Dieses Arsch hat einfach die gesamte Milch getrunken. Ich habe gesagt, ich werde sie killen. Okay, egal ob im österreichischen Ort Schwarz, gemeinsam mit ÖVP-Außenminister Schallenberger oder... mit bisschen Habanero-Extrakt. Am wichtigsten ist es, dass ihr weiterhin den Spritzwein zum Frühstück konsumiert. Konsumiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben euch und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören, meine Lieben. Bussi, Leute. Bussi.